Klatschen müssen wir hier nicht, ne? Liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Mini-Vlog. Ich rauche keine... Wow. Keinen Rauchersatz hier auf jeden Fall parallel. Vincent hier, Willi ist da drüben. Hallo. Euch. Na? Hallo. Das ist hier der Casual Day bei uns im Büro, aber heute nicht ganz so casual, weil wir ziehen um quasi in unser neues Offi. Offi vor allem. Das gute alte Offi. Also das gute alte. Nicht. Er kennt nicht das Offi. Ja, ja, wir nehmen euch mit. Freut euch drauf. Es wird komplett herrlich. Willi muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Willst du die Menschen hier... Wer ist das? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Podcast Amazon. Ah ja, alles klar. Kommst du hoch, ja? Genau so. Willi, willst du die Leute hier einmal ganz kurz rumführen? Oder ja, gerne. Ja? Ja, ja, gerne. Bitte, dann nehme ich die Pakete an. Okay. So, Freunde. Vince hat es ja schon angekündigt, wir beziehen hier einen kleinen Office-Raum und was wir hier sehen, ist praktisch der Gemeinschaftsraum, wo wir jetzt die letzten Wochen eigentlich immer drin saßen. Und zwar, wenn wir hier mal einen Schwenk machen, ich glaube, wir haben es auch sogar schon mal gezeigt, wir haben hier im Endeffekt einen großen gemeinschaftlichen Raum mit einem großen Tisch, so eine Art Konfitisch, der auch gleichzeitig als Tischtennisplatte fungiert, was sehr, sehr wichtig ist. Im Hintergrund seht ihr, ist auch relativ neu, haben wir so einen kleinen Podcast-Raum slash Meeting-Raum, wo vier Leute sitzen können und der ist auch schalldicht, also der ist so ausgestopft mit so, wie heißt das Zeug, nicht Styropor, wie heißt das? Schaumstoff, Schaumstoff? Ja, Schaumstoff, genau. Schaumstoff. Und ja, also hier haben wir bis praktisch jetzt die letzten Monate gearbeitet, nicht optimal, aber trotzdem geiles Surrounding und das Gute ist, wir haben jetzt unseren eigenen Büroraum und den zeigen wir euch jetzt. Genau hier, ganz kurz bevor wir reingehen noch, Togo Couch, habt ihr ja auch schon mitbekommen, haben wir jetzt auch am Start. Das kommt natürlich dann auch zu uns ins Büro rein. Wir sind jetzt praktisch gerade alles am Vorbereiten und werden dann auf jeden Fall jetzt auch zeitnah in den neuen Raum ziehen. Vince hat gerade, was gibt's hier? Das ist hier für die Jungs, die hier sitzen. Schieb's mal in der Ritze durch, also. Perfekt. Auch gut, dass da einfach so ein Papierknäuel liegt. Ja, genau. Ansonsten, ich habe kurz erzählt, dass wir hier die letzten Monate gearbeitet haben, dass der Gemeinschaftsraum von unserem Office Space ist. Die anderen Sachen haben wir euch ja, glaube ich, schon mal gezeigt. Und jetzt gehen wir einfach mal in den Raum rein, der dann unserer sein wird. Trommelwirbel. Ah, hier steht ja auch noch die ganze Scheiße, Alter. Genau. Wir sind hier im neuen Vincent und Willi Office Space. Ich sag's bewusst, weil der Esel nennt sich immer zuletzt. Genau, und den Space haben wir hier nämlich auch nur angemietet, damit Vince hier Push-Ups machen kann. Machst du schön, sehr gut. Nasenspitze auf dem Boden. Nee, wir haben hier unseren Office Space für ein tolles Projekt, was wir dieses Jahr starten. Da gibt's bald mehr Infos dazu, für den Moment aber nicht. Eine schöne, helle, große Fläche mit großen Fenstern. Ich glaube, im Sommer ist es hier richtig geil, auf jeden Fall mit Sonnenschein und so. Jetzt ist halt beschissenes Wetter, von daher ist es optisch nicht so super geil. Wir werden hier auf jeden Fall, ihr seht es ja schon an den Lampen, die sind schon so positioniert, dass man praktisch irgendwie hier Tische platzieren kann. Das kommt nicht hier hin, sondern hier hinten auf die Fläche. Werden wir uns zwei Eiermänner hinstellen. Sagt man eigentlich, von Eiermann redet in der Mehrzahl Eiermänner? Wir sind die Eiermänner. Wir sind die Eiermänner, oder? Hier ist übrigens auch das legendäre Whiteboard von Vincent, wo schon viele tolle Dinge passiert sind. Das weiß gar nicht, ob das hier stehen bleibt, kann gut sein. Ja, also im Endeffekt, das ist unser Office Space, ein geiler Betonboden, sehr clean für die Insta-Pics, ihr wisst. Und wir richten uns nach und nach hier ein, die Togo Couch, wenn du dich einmal drehst bitte, wird wahrscheinlich vorerst erstmal hier in die Ecke kommen, müssen wir aber nochmal schauen. Ja, du kannst auch gerne noch was erzählen. Ich quatsche die ganze Zeit rum. Wir räumen jetzt ein, Freunde. Und ihr seid mit dabei. Bis gleich. Ciao. Und wichtig auch immer, Wäscheparfüm. Ja. Ich weiß nicht, warum das hier steht, aber Wäscheparfüm. Ganz wichtig. Gut. Thank you.
Freundin, wir haben fertig geräumt, sind sehr erschöpft auch alle beide. Ach je, aber wir können ja mal ganz kurz erklären. Eigentlich wollten wir erst hier die Couch hinpacken, in die Ecke. Ist es nicht geworden, passt nicht rein. Haben wir jetzt hier in die Ecke gestellt. Kleinen Stehschreibtisch nach da hinten, wenn man sich mal die Beine vertreten will. Und hier jetzt erstmal unsere Arbeitsecke. Final ist es nicht, ne? Nö, aber ich sag mal, dafür, dass wir das jetzt hier in einer Dreiviertelstunde gemacht haben, ist halt, man merkt halt, wie schnell einzelne Pieces einen leeren Raum halt komplett individuell machen können. Und so einen, ich muss immer wieder auf die Togo-Couch gucken, wenn man immer wieder überlegt, dass es eine stinknormale, einfache Couch ist mit so einem ikonischen Design. Ja, also fühlt sich gleich halt viel mehr nach coolem Office an, wenn das hier drinnen steht, und das finde ich ganz nice. Übrigens hat Chibo jetzt ein 1:1 Baugleiche rausgebracht. Ja, das ist letztens viral gegangen. Ah ja, USM. Herrlich. Die haben ja auch schon das kleine USM-Ding da rausgeknallt. Das ist wirklich allerbeste Leben. Freunde, dann war das jetzt erstmal die erste Sneak Peek hier in unser neues Office. Das wird hier und da geupgradet werden. Wer das nicht verpassen will, sollte zum einen diesem Kanal folgen, zum anderen uns auf Instagram folgen. Und mir fällt gerade ein, ich habe ja letztens einen kleinen Styling-Job gehabt und habe mir vom lieben Eugen dafür noch zwei so Cardigans geholt. Habe ihn gefragt, ob er die wieder haben will. Der Ehrenbruder hat gesagt, nee, Digga, gib die mal raus an deine Community, verlos die einfach mal. Das ist, Freunde, es lohnt sich, hier ein kleines Kommentar zu schreiben. Was seht ihr hier noch, was fehlt und wie findet ihr das? Und Willi und ich suchen uns dann die schönsten Kommentare raus, die schönsten zwei. Wir haben hier übrigens einmal eine Large. Und eine Medium. Und eine Medium. Das heißt, ist für alle was dabei, Freunde. Ist für alle was dabei. Schreibt gerne unten was in die Kommentare. Natürlich auch mit der Größe. Ja, und guckt euch den Bremer an. So sieht es nämlich aus. Live-Reaction jetzt hier auf unser Office, Olli. Was sagst du? Geil, ich brauche ein Paketklebeband. Fuck okay, du, Alter, wirklich. Okay, ja. Freunde, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ja.